Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia. So, wir haben in der letzten Folge endlich mit dem Bürgermeister sprechen können. Und wir sind immer noch nicht wirklich weitergekommen. Wir haben zwar jetzt eine wunderschöne Apparatur, nämlich den Erzmagnetfeldmanipulator. Ich habe immer noch keine Ahnung, was damit zu machen ist. Schauen wir mal. Türknopf. Aber die Ballons haben wir uns ja bereits unter den Nagel gerissen. Es wäre extrem chillig. Ich sagte, weg da. Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Okay, und die Uhr trägt ja der werte Herr Bürgermeister um seinen alten Hals. Ja. Ich habe lange genug gewartet. Jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen. Gute Einstellung. Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Naja. Wie man es auch dreht und wendet. Gut. Oder auch nicht. Was mir auffällt, wir brauchen auf jeden Fall unbedingt einen Behälter. Damit wir das Wasser abfüllen können. Ich kann ja mal gucken, ob ich das Schwarzpulver hier schon reinlegen kann. Eine Prise Schwarzpulver. Oh, nice. Die Chilischote kann ich auch schon reinpacken. Eine ganze Chilischote. Tja, und jetzt brauche ich noch irgendwas Belebendes. Aber was? Das ist auch so schon langweilig genug. Da hast du natürlich vollkommen recht. Tja. Irgendwas Belebendes. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Das kommt nahezu fürs Gleiche hinaus. Ich sagte Finger weg. Ja. Aber du sagst ja andauernd irgendwas. Nimm die Füße vom Tisch, lass keine Raubtiere in die Wohnung, schick die Medikamente zu Oma. Da muss man schon klug aussortieren. Kann man ja nicht alles auf einmal machen. Und sieh her, meine Füße sind schon mal nicht auf irgendeinem Tisch. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Nicht aufregen, Toni. Nicht aufregen. Tief durchatmen. Vielleicht sollte ich eher das Narkotikum geben. Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf falle ich garantiert nicht rein. Nicht nochmal. Okay, interessant. Gibt es denn irgendjemanden in Deponia, den wir einschläfern müssten? Und das klingt falscher, als es tatsächlich gemeint ist. Ab in den Keller, wir haben immer noch die Wasserquelle. Ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Tja, der Kamin. Ich habe ja auch immer noch die Handschellen. Ach, ich gehe einfach mal zurück zu Tonis Hütte. Vielleicht fällt mir unterwegs irgendwas ein. Drücken wir nochmal die Klingel, auch wenn keiner da ist. Irgendwie kommt dieser fliegende Roboter da oben immer, wenn ich die Klingeln betätige. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Fast wie im Überwachungsstaat. Okay. Schauen wir mal, haben wir mehr mal ist was? Wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Mehr ist wohl nicht zu. Reicht ja. Okay. Guck mal, ob was im Kühlschrank drin ist. Mittlerweile. Nein, immer noch leer. Boah, was für eine Plörre. Lecker. Die Anzeige zittert ein wenig. Kuwaks Trinkwasservorrat geht scheinbar nur knapp als Wasser durch. Verständlicherweise. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Okay. Da soll Toni noch mal sagen, ich tu... Autsch! Das ist ja... Mal.
Ich habe absolut keine Ahnung. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Natürlich nicht. Gehen wir nochmal hinter Tonis Hütte. Aber hier ist auch absolut keine Aktion mehr, die wir machen können. Tonis Zimmer kommen wir auch nicht. Gehe ich nochmal in den Spind. Da ist aber auch nichts drin. Lassen wir nochmal die Plörre durchlaufen. Boah, was für eine Plörre. Gucken wir mal, was auf dem Klo ist. Nichts. Und in meinem Zimmer. Alte Fluchtpläne. Meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Kommen wir nochmal ins Fernrohr. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Wahrere Worte wurden nie gesprochen. Tja, aber was kann man jetzt hier noch machen? Mir fällt zumindest nichts ein. Okay, dann wollen wir durch den Tunnel mal wieder zurück. Gehen wir mal in die Gasse. Quatsch von auch mal meine Rolle mit Hanek. Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Ach, das hat er sich gemerkt, oder was? Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Okay. Bis bald. Tschüss, Schnutzipu. Ach, den Namen kannst du dir merken. Sieht so aus. Ja, das ist richtig klasse. Ich komme einfach nicht drauf. Ich will nochmal eine Abkürzung nehmen und direkt nochmal vors Stadttor. Hui! Ach, dieses Doppelklicken ist schon schön. Probier ich mal einfach mit aus. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Aber wenn ich hier draufsteige, dann... Dann wirft er mich einfach nur ab nach vorne. Ich lande ja trotzdem einfach nur in diesem dämlichen Kaktusfeld. Gleich nochmal. Schauen wir mal so direkt und nach. Heute, liebe Kinder? So schon mal nicht. Freigegeben, aber er blut immer noch unter meinem Niveau. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Wenn ich das Narkotikum einsetzen sollte. Zeit für. Und heute, liebe Kinder? So schon mal nicht. Das muss nicht umgeführt. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Nur dem Pfeil fehlt noch das gewisse Etwas. Ach. Ich bin tödlich, wie ein Pfeilgift-Frosch, aber cooler. Ein Pfeilgift-Geheimagent. Das ist echt interessant. Wenn wir jetzt den Trichter nehmen, haben wir ein der Blasrohr. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Tatsache. Okay, jetzt haben wir ein wunderbares Blasrohr, aber... Da besteht keine Fluchtgefahr. Aber ich könnte mich damit festketten. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Oh Mann. Ich bin zwar gerade extrem happy, dass
ich da jetzt ein Blasrohr zustande bekommen habe, aber... Da ist ein Loch in der Plattform. Ich brauche kein Zieltraining mehr. Ich bin bereit für den ganz großen Wurf. Alles klar. Das sitzt auch so schon fest genug. Okay. Ah, ich komme einfach nicht drauf. Es ist bestimmt mehr als einfach. Und wenn ich es überlege... Die Plattform hat sich ja hier weggedreht. Das heißt, das Loch ist hier drinnen verschwunden. Es ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ja, das bist du auf jeden Fall, Rufus. Da kann man echt nicht meckern. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Vielleicht können wir das Ding ja anbauen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Vielleicht der Papagei. Ich kann das Ding nicht... Nein. Vielleicht können wir die ja festkippen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Das Magnetfeld. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Oh, ich kann das nicht mehr hören. Meine Güte, ey. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Vielleicht die Luftballons? Ich kann das Ding... Nein. Ich würde ja gerne... Also unglaublich gerne den Arztschrank aufbekommen. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Ach, ich fülle mir noch einen Ballon. Ich kann das Ding nicht... Der Clown unter die Narkose. Clowns. Yeah, nein, nicht mal vielleicht. Vielleicht kann ich Hanek mit dem Pfeil beschießen. Ach, witzig. Ich habe genau so ein Ding vorhin im Schrott gefunden. Haha, witzig, genau. Es ist ja nicht so, als hätte ich Ewigkeiten danach gesucht oder so. Das wäre ja auch schön dämlich. Die Teile findet man doch überall. Findet man das ja auch überall. Witzig. Ich habe genau so... Haha, es ist ja nicht... Die Teile... ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Wie kriege ich dann den dämlichen Papagei wieder? Er hat seine Aufsichtspflicht sträflich vernachlässigt. Bei mir ist der Vogel besser aufgehoben. Gehen wir mal zum Lönzos Kneipe. Vielleicht ist da irgendwas, was wir vorhin übersehen haben oder was jetzt anders ist. Das Wasser rein, Kaffeemaschine. Mir fehlt ja immer noch was Aufputschendes. Sonst kann ich das Pulver nicht fertig kriegen. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles. Sorgt die sich. Alles klar. Wegen des Putschens. Schieß los. Was meinen die wohl mit besonders aufputschen? Keine Ahnung. Eine Art Aufputschmittel vielleicht? Vielleicht hat Dr. Gizmo ja was in seiner Praxis. Dabei fällt mir ein, Dr. Gizmo hat... Und was hab ich gerade? Keine Ahnung. Wenn der öfter mal was Hilfreiches sagen wird... Das habe ich wohl verdient. Das ist interessant. Ich habe das jetzt mal aus Versehen ein bisschen zu erwarten, die Maschine euphorisch abgebrochen. Ich gehe dann mal. Zutaten. Mach das. Da habe ich doch eine Wunder... Was heißt Idee, aber... Auf jeden Fall ist das Aufputschmittel in dem Schrank. Jetzt müssen wir nur noch... den Doktor dazu bringen... Los, lauf. Aber nein, es gibt Leute, die haben das mehr verdient. Oh, aber Rufus. Mein Fehler. Aber nein, es gibt Leute...
Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Das wäre wie Öl ins Feuer gießen. In langweilig. Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal etwas mit sich selber anzufangen. Gizmo hat meine Philosophie und dabei geht sie. Gizmo hat mein und Gizmo hat mein und dabei geht. Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meinen Sack. Hab ich ihn überhaupt? Oder irgendjemand anderen? Oh Mann, Politik ist echt kompliziert. Ja, er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht. Und der Tonfall eben gerade war auch schön, weil er hat so ein bisschen wie die Merkel klingen lassen. Nochmal der Fernschreiber. Diese Technik ist. Hier ist eine Nachricht vom Bürger. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da ein. Ach, das ist toll. Sprechanlage. Nein, der Tag. Moment mal, steht da. Hatten wir alles schon. Nein, der Tag. Moment mal. Dieses Symbol. Was können wir denn mit dem Wasseremblem machen, verdammt? Oh. Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Das ist echt interessant. Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Okay, gut zu wissen. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein Glas. Das ist äußerst interessant. Vielleicht können wir damit ja eigentlich die Flüssigkeiten auffangen. Ich versuch's einfach mal. Haha! Ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Energiereiches Wasser, Baby! Okay. So, dann schauen wir mal, dass ich das Wasser direkt in den Tank abgefüllt bekomme. Lonzos Kneipe. So. Ich muss mal direkt in den Tank. Eine energiereiche Flüssigkeit. Bevor es in den Tank darf, muss es allerdings noch fertig gemischt werden. Wo kann ich denn... Wo könnte ich denn das Ganze mischen? Hier vielleicht? Polizeifach? Nein, wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sache... Gott sei Dank bin ich ein Geschick... Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Nee, nach unten. Mir kommt da gerade auch wieder so eine wunderbare Idee. Das Loch hier unten verschwindet ja quasi in dem Haus. Das heißt, wenn ich das Ding offen lasse... Hier gibt es kein Wasser, kein Wunder. Ja. Wenn ich da irgendetwas reinstecke... Badam... Perfekt, und so komme ich in... Yeah, Baby. Das ist eine sehr wunderbare Folge, weil so viele gute Sachen hier passieren. So, dann lass mal den Dietrich nehmen.
kein Gitter der... Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ja, ganz bestimmt. Und wieder runter. So. Dann zurück in die Notfallstation. Gehen wir es vielleicht noch einmal hoch? Ah ja, gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber der Arzt... Ja, na klar, mit dem Dietrich kann ich versuchen, den Arztschrank aufzuschließen. Das ist natürlich... geil. Buh, ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage cool. mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Alles klar. Wir haben also ein Aufputschmittel. Vorschlag meinerseits, wir gehen jetzt erstmal zu Toni. Nehmen das auf. Nanu, das hat gar keinen Effekt. What? Nanu, das hat gar keinen Effekt. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich... Auf der Spritze steht nur zur Blutabnahme. Als ob man dafür ein extra Gerät bräuchte. Interessant. Ich würde trotzdem gerne das Aufputschmittel hier reintun. Aufputschmittel. So, zu. Kurbeln. Und wir haben Pulver. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder... Retter? Nein, Killer klingt cooler. Alles klar, wir haben Kaffeepulver. So, Mühle zu. Oder können wir vielleicht, das ist jetzt einfach nur wild dahergerätselt. Laut Rezept kommen Pulver und Wasser. Okay, alles klar. Dann Mühle zu, Affe tot. Ob ich das Aufputschmittel vielleicht hätte vorher mit dem Papagei nutzen sollen? Mit dem Wachmacher bekomme ich ihn bestimmt wieder. Okay. Wie dem auch sei. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Spritze und werde diesem Stier endlich sein Blut abnehmen können. Oh yeah, das tue ich. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Das war heftig. Stierblut? Check. Es geht voran, es geht voran. Was wir jetzt nur noch brauchen, ist das klare Wasser. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo zum Geier wir die Flüssigkeit zusammenmischen sollen. Gehen wir nochmal in Wenzels Haus. Vielleicht kann ich das direkt hier rein. Ich will mit Wenzels stinkender... Das ist aber doch das klare Wasser. Mensch. Ich bringe auf jeden Fall erstmal das Kaffeepulver zu Lonzo. Und dann mache ich mir Gedanken darüber, wo ich die Flüssigkeiten mischen kann. Das Pulver habe ich schon mal. Okay. Gut. Und... wir begeben uns auf die Suche nach einer Möglichkeit, die Flüssigkeiten zu mischen. Aber das tun wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wie spät es jetzt bei euch ist. Bei mir ist es gerade doch schon fast 23 Uhr. Darum wünsche ich auf jeden Fall eine gute Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.